und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich habe mich in der letzten Folge hier in der Nähe der Zuflucht extra rausgestellt, weil, und das sehen wir jetzt. Die Zeit ist reif. Ihr findet mich am Strand vor Vulkilwacht. Beeilt euch. Andere sind böse. Manche machen einem Geschenke. Ja, andere ist gut, Basti, du hast es jetzt versaut. Jetzt brauchst du auch nichts mehr zu sagen. Ja, also eigentlich, gut, hätte ich das jetzt auch noch in der letzten Folge machen können. Ich dachte noch, dass ich nochmal mit ihm sprechen könnte. Das war allerdings ein Trugschluss, das hatte ich falsch im Kopf. Aber ist nicht schlimm. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu unserem lieben, netten Propheten. Klauen vorher mal die Sachen im Rucksack. Und ja, ich weiß, ich kann eure Kommentare jetzt schon hören. Wie kannst du nur den armen, blinden Mann beklauen? Ja, ich mach das halt. Es ist schön, euch wiederzusehen. Und ich sehe euch auf meine ganz eigene Art und Weise. Ihr seid eine Wunder in der Zeit. Ein Riss in der Wirklichkeit, der gar nicht existieren sollte und der nicht lange anhalten wird. Warum sprecht ihr in Rätseln, Prophet? Das Schicksal spricht in Rätseln. Euer Schicksal wurde schon vor langer Zeit in den Schriftrollen festgehalten. Es ist mit dem Schicksal der fünf Gefährten verwoben. Ich habe endlich Lyris Titanenkind in Kalthafen gefunden. Ist sie in Sicherheit? Sie arbeitet unter der Knute des großen Täuschers Molag Bal in einer schrecklichen Schmiede. Ihre Seele ist in großer Gefahr. Ihr müsst zu ihr gehen. Ich kann ein Tor in dieses finstere Reich erscheinen lassen, doch ihr müsst euch sputen. Öffnet das Tor. Ich werde Lyris retten. Seid vorsichtig in Molag Bals Reich. Ihr seid wichtig. So sagen es die Schriftrollen. Was ist Lyris zugestoßen, nachdem wir aus Kalthafen entkommen sind? Nachdem Lyris meinen Platz im wehklagenden Kerker einnahm, damit wir entkommen konnten, brachten die Daedra sie in die Gießerei des Leids. Es ist ein Ort der Qualen und der Verzweiflung. Sie arbeitet ohne Unterlass und stellt Waffen für den Feind her. Wie könnt ihr das wissen? Der Gott der Intrigen ist während meiner Gefangenschaft oft in meinen Geist eingedrungen. Es war eine qualvolle Erfahrung. Doch indem er sich in meinen Geist zwang, hat er aus Versehen auch seinen Geist für mich geöffnet und so eine Schwachstelle in seiner Rüstung offenbart. Was meint ihr? Wir sind miteinander verbunden, er und ich. Mit etwas Konzentration kann ich durch seine Augen blicken. Er spürt meine Anwesenheit und sie erfüllt ihn mit Wut. Wenn ihr die Gießerei betretet, um Lyris zu retten, kann ich seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Er wird blind sein für euch, zumindest eine Zeit lang. Ist das nicht gefährlich? Es könnte eine sehr viel größere Gefahr für euch darstellen, Kalthafen ohne diese Ablenkung zu betreten. Es ist Molag Bals Reich und seine Macht dort ist groß. Ich werde versuchen, ihn auf diese Weise abzulenken, wann immer ihr dorthin reist. Ja, das ist nett. So, Basti, jetzt könntest du wirklich mal was sagen, jetzt wo wir hier drin sind. Und jetzt hältst du natürlich die Klappe, das war so klar. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Lyris. Sammeln natürlich in der Zwischenzeit schön fleißig alles ein hier. Hi! Ihr! Ihr seid am Leben! Seid ihr wirklich hier oder ist das wieder ein Trick? Ich bin es. Der Prophet hat mich geschickt, um euch zu finden. Dann ist er noch am Leben! Den Göttern sei Dank. Aber ihr könnt nicht bleiben. Ihr müsst gehen, bevor sie euch hier finden. Ich werde nicht ohne euch gehen. Ihr versteht das nicht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Ich kann nicht weg. Was meint ihr? Es ist schwer zu beschreiben. Meine Erinnerungen, meine Gefühle, sie wurden zerschlagen, auseinandergerissen. Und all die Bruchstücke wurden in verschiedenen Teilen der Gießerei eingeschlossen. Dann werden wir sie bergen. Ich habe es versucht. Die Daedra haben mir alles genommen. Meine Willenskraft, mein Mut, mein Selbstempfinden. Ich bin eine leere Hülle. Die Fragmente sind Spiegelungen meiner schlimmsten Ängste und meiner schmerzhaftesten Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass ich mich ihnen stellen kann. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Kommt schon. Ich werde mein Bestes tun. Geht voran.
Übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die gleiche Synchronsprecherin, meine ich. Verlorenen die Seelen von, sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Jurassic World? Die Waffe Jurassic Park. Zurück an die Arbeitssklavin. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Aber die Frau, später Ex-Frau, wie auch immer, von Alan Grant, meine ich auf jeden Fall. Das kann nicht sein. Es sieht aus wie das Zuhause meiner Kindheit in die Gräber meiner Eltern. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Mein Vater war kühl, kalt. Ich denke, er gab mir die Schuld am Tod meiner Mutter. Mit 16 rannte ich weg, um Söldner zu werden. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Ich hörte, er wurde von einem alten Feind ermordet. Vater? Papa? Bist du es? Ja, ist blutet, das. Ihr Schwein! Sterbt wie das Monster, das ihr seid! Ihr Verstand und ihre Seele... Halt die Klappe. Wer seid ihr? Warum ist Lyris an eurer Seite? Ich bin hier, um Lyris zu helfen. Wer seid ihr? Im Leben war ich Gjalda, der Vater von Lyris. Mein Geist wurde aus seiner Ruhe gerissen und an diesen üblen Ort gebracht. Die Daedra zwangen mich, den Mord an mir immer und immer wieder zu durchleben. Ich dachte, meine Qualen würden niemals enden. Sie missbrauchen euch, um Lyris an Kalthafen zu ketten. Ich verstehe nicht. Lyris war immer ein Freigeist. Warum sollte meine Anwesenheit sie hier binden? Sie gibt sich selbst die Schuld für euren Tod. Lyris, ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt, so unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord. Ich gab ihr meinen Samen, ohne einen Gedanken an ihre Sicherheit zu verschwenden. Deshalb starb sie. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, du gibst mir die Schuld. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht? Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich. Mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. Ruhe in Frieden. Er ist fort. Los, verschwinden wir von hier. Ja, dann komm mit, Lyris. Dieser Ort ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit. Gebaut, um das Elend der hier Arbeitenden zu verschlimmern. Versuch ja immer, nichts abzuschneiden, dass man alles hören kann, aber es klappt natürlich nicht immer. Ich muss erstmal hier rum. Habt ihr alle Teile bekommen? Ja, ich habe sie überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie 50 Runden laufen. So, jetzt haben wir alles. Das auch noch. Zack. Irgendwie haben wir den Rest nicht mehr gehört. Er sagte normalerweise mal was von wegen 50 Runden. Ich hoffe, dass sie für die Ewigkeit irgendwas macht oder so. Ich weiß es nicht mehr. Habt ihr etwas gefunden? Ich glaube, diese Rüstung gehört euch. Ich kann es kaum glauben. Diese Rüstung gehört zu mir. Sie macht aus, was ich bin. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Bär ohne Krallen. Zieht sie an. Ich warte so lange. Natürlich drehen wir uns um. Hervorragend. Ich bin bereit. Alle drehen sich um, nur Basti nicht. War ja wieder klar. Okay. Irgendwie stehen die jetzt alle nicht mehr da, wo sie eigentlich stehen sollten. Lustig. Achtet auf eure Schritte. Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Schade. Normalerweise kracht sie selber da rein. Ich wusste es.
Lyris, du bist so doof. Du machst immer die gleichen Fehler. So, war da hinten noch was zum Einsammeln? Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Ich will dir erst looten. Kipp mir den Loot. Das sind immerhin 16 Gold. Ab nur, Tarn. Ihr verräterisches Schwein. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Ihr seid keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann wieder Manimarkos Stiefel geleckt, noch bevor sich der Rauch verzogen hatte. Ich tat, was ich tun musste. Und als Zeichen meiner guten Absichten habe ich ein Geschenk für euch. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das Baishors Knochen? Das ist sie. Ja, das ist sie. Entseelte, das ist meine Streitaxt. Das ist so viel schöner zu spielen, wenn man einen Tank dabei hat. Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Dürstet es euch nach dädrischem Blut, alte Freundin? Eigentlich bekommt man da ein bisschen Angst, wenn man Lyris zuhört. Meine Axt! Es fühlt sich gut an, sie zurückzuhaben. Sie ist ein Teil von mir. Sie zu verlieren war wie einen Arm zu verlieren. Warum sollte Tarn versuchen, euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich traue ihm nicht und das werde ich auch nie. Aber es ist seltsam. Der blinde Hass, den ich verspürte, als ich ihn sah. Ich hätte ihn mit bloßen Händen erwürgen können. Aber jetzt, ich denke, er hatte recht. Dieser Hass vergiftete mich. Wie fühlt ihr euch jetzt? Besser. Stärker. Fast wieder ganz. Ist das nicht seltsam? Ich fühle mich mächtig genug, um es mit Umaril dem Ungefiederten aufzunehmen. Ich fühle mich wieder wie eine Kriegerin. Was kommt als nächstes? Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weiter vorrücken. Der Durchgang wird durch einen Erdrutsch blockiert. Aber da ich jetzt meine Axt zurück habe, komme ich vielleicht da durch. Versuchen wir es. Na komm, Lyris. Bleib zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten. Vor allem braucht sie ihre Axt, um das Ganze kaputt zu machen, haut aber damit den Fäusten dagegen. Also, naja, sagen wir mal nichts zu. So viele dädrische Bestien, so wenig Zeit. Wir müssen uns beeilen. Gute Nacht. Was sagt er da? Es ist so leise im Hintergrund, aber... Leute, kommt ihr auch mal mit hier? Das war's. Keine Lust zur Arbeit? Seid ihr verletzt? Und wir haben. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Sehr schön. Das ist auch sehr schön. Jetzt weiß ich nur nicht, soll ich das oder soll ich das? Ich würde sagen, wir machen da erstmal einen Punkt rein. Ziehen wir den nach da und das nach da. Genau. So, weiter geht's. Habt ihr das gehört? Nö. Das klang wie... Nein, das kann nicht sein. Dann nicht. Sai, was ist mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris. Lyris, ich kann euch sehen. Seid ihr wirklich da? Sai, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich.
Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sai, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sai? Sai! Nein! Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Das war kein Trick. Das war Sai Sahan. Geht es euch gut? Sai ist ein Freund. Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Ja, ja, ein Freund. Es muss einen Weg geben, um herauszufinden, wo sie ihn festhalten. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Sai zu helfen. Los geht's. So, dann nehmen wir das erstmal. Guten Tag. Das wäre erledigt, denke ich. Ja, spiel dich nicht so auf, Basti. Du hast eh nichts gemacht. So, Moment, da kann ich noch was einsammeln. Da nicht. Hier kann ich aber noch was einsammeln, oder? Manchmal sind es halt gute Sachen. Manchmal kriegt man wirklich nur Schrott, wenn man was einsammelt. Aber ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr die Zeit habt, immer alles mitnehmen. Und natürlich, wenn ihr einen Handwerksbeutel habt. Weil der ist tatsächlich unerlässlich dafür. So. Lyris, normalerweise sagst du noch was? Also normalerweise sagt sie was von wegen, dass all dieses Elend und Leid und diese negativen Gefühle wieder zurückkommen. Aber ich weiß nicht, Lyris scheint heute keine so richtige Lust zu haben. Irgendwie alle in Teso scheinen heute keine richtige Lust zu haben. Skandar, verteidige uns. Dieses Ding, es ist die Quelle all meiner Ängste. Ich kann hören, wie es mir zuflüstert. Mich verhöhnt. Stimmt ja, ich habe einen Tank dabei. Haha. Wir haben es geschafft. Die Stimmen, das Flüstern, es ist weg. Genau, die Stimmen und das Flüstern kommen wieder zurück und all die unguten Gefühle, sowas hatte sie gesagt. Lyris, Kind, geht ja, es euch Prophet, gut? Mir geht es gut. Die Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Sai Sahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Ihr habt Lyris zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit ich das sehen kann. Fast? Sie hat viel durchgemacht. Und sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne Narben. Wir haben eine Projektion von Sai Sahan gesehen. Er sprach zu uns. Was hat er denn gesagt? Hat Sai euch gesagt, wo er festgehalten wird? Er wusste es nicht. Mani Marco folterte ihn. Er will das Amulett der Könige. Dann müssen wir ihn finden, bevor Mani Marco ihn zwingen kann, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Wir haben auch eine Projektion Abnotans gesehen. Er hat versucht, Lyris zu helfen. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Mani Marco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Sai Sahan sagte, dass Mani Marco das Amulett der Könige will. Warum? Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden, und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Sai Sahan ausfindig machen. Wie kann ich helfen? Fürs Erste müsst ihr mich meiner Meditation überlassen.
Ich muss mich darauf konzentrieren, Sai-Sahan ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss. Und doch fließt der Fluss weiter. Noch eine letzte Sache. Warum hat Mulak Bal Lyris überhaupt eine Fluchtmöglichkeit gelassen? Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelte. Ja, und wir haben erneut einen Ring bekommen, diesmal auf Ausdauer und eine Glyphe des Lebens und wieder einen Fertigkeitspunkt. Ja, wir reden jetzt nicht mehr. Ich war mir gerade nicht sicher. Dann das Buch können wir mitnehmen. Hier ist nichts wieder neu gekommen. Dann machen wir uns mal schnell auf. Und gehen raus, beziehungsweise... Das möchte ich jetzt nicht unbedingt verändern. Hier können wir noch was verändern. Kann ich beim Volk noch was machen? Nee, kann ich nicht. Kann ich bei der Klasse noch irgendwas Wichtiges? Naja, die Ulti... kleinerer Schutz ist natürlich auch nicht verkehrt. Würde ich dann aber danach nehmen. Nee, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt erstmal die instabile Wand machen. So. Ja, und bevor wir jetzt mit dieser Reihe hier weitermachen können, machen wir erstmal einen kleinen Cut, beenden damit die Folge und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!